Herzlich willkommen bei Spirit. Die Päpste Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Haben zu Beginn ihrer Pontifikate über das Thema Angst gesprochen. Habt keine Angst, öffnet, ja reißt die Tore weit auf für Christus, sagte der polnische Papst 1978 und skizzierte damit das große Thema seines Pontifikats, die Neuevangelisierung. Und er sprach den Menschen hinter dem eisernen Vorhang Mut zu, wohlwissend, dass Angst immer schon der beste Verbündete von Unrechtsregimen gewesen ist. Angst scheint also etwas zu sein, das uns von Christus trennt. Über moderne Ängste, ihre Ursachen und Wege aus der Angst möchte ich heute sprechen mit Patrick Knittelfelder, dem Leiter der Home Mission Base in Salzburg. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann. Ja, Herr Knittelfelder, wir blicken in die Bibel. Fürchtet euch nicht, lesen wir in Matthäus 28, 10 und natürlich auch an vielen anderen Stellen geht es um das Thema Angst. Wir sollen keine Angst haben, wir sollen Mut haben. Jesus scheint seine Pappenheimer, seine Menschen zu kennen. Genau, genau. Er scheint mich zu kennen. Wovor haben Sie Angst? Also ich glaube, beim Thema Angst muss man unterscheiden zwischen zwei ganz großen Bereichen. Ja. Das eine ist, es gibt Dinge, wo ich wirklich Angst haben muss. Ja. Wenn ich bei Rot über die Ampel fahre, dann hat das einen wirklichen Grund, Angst zu haben. Oder wenn ich meinen Finger in die Steckdose reinstecke, dann habe ich da zu Recht Angst. Und es gibt viele Situationen, wo, das glaube ich, wir wirklich uns auch fürchten können und dürfen. Mhm. Und dann gibt es andere Bereiche, wo Gott ganz klar sagt, hey, liebe Leute, stopp, fürchte dich nicht. Und die Heilige Schrift, wie Sie gesagt haben, ist voll davon mit, fürchte dich nicht und hab keine Angst. Und ich glaube, man muss diese beiden Bereiche schon gut trennen und unterscheiden. Ja, es gibt aber auch zum Beispiel so etwas wie die Stelle Sturm auf dem See. Mhm. Das wäre doch jetzt eigentlich so eine Situation, wo man natürlicherweise Angst haben würde. Jesus sagt aber trotzdem, warum fürchtet ihr euch denn? Was will er denn damit sagen? Ich glaube, das ist eine super Stelle, die uns extrem viel zu sagen hat, heute in dieser Zeit drinnen. Und wenn man sich das Thema Angst anschaut, das Thema Angst ist immens. Ich bin unter anderem in einer Männerarbeit, christlichen Männerarbeit engagiert, wo ich circa, ich glaube, es sind fast 1300 Männerseelen mittlerweile sehr gut von innen kenne. Und ich kann Ihnen und mir selber immer wieder sagen und auch allen Zuhörern, dass bei Frauen weiß ich es nicht, also es wird nicht viel anders sein, aber dass das Thema Angst bei Männern riesengroß ist. Und auch wenn ich in mein Leben, mein eigenes Leben hineinschaue, ich bin eigentlich von meinen Grundverwundungen her, ist Angst bei mir ein Riesenthema. Und als Mann redet man nicht so schnell darüber. Genau. Weil, also nach diesen über 1000 Männer und Erfahrungen, die ich da habe, wenn ich heute jemand gegenüber sitze oder wenn ich durch eine Straße gehe und Männer kommen mir entgegen, mittlerweile habe ich schon einen Blick und sehe schon, dass da ein Thema ist. Und meistens, je kühner man auftritt, je selbstsicher man auftritt, oftmal je mehr Angst steckt eigentlich in so einem Leben drinnen. Und die Frage ist jetzt einfach, wie soll das so sein? Soll mein Leben angstdominiert sein oder nicht? Und wie ordne ich meine Ängste ein? Das ist eigentlich so das große Thema. Und ich glaube, da will Jesus auch ganz klar damit raus. Mhm. Und wie wir damit umgehen, darüber reden wir später noch. Jetzt will ich kurz über den Angstmacher Nummer 1 derzeit reden. Das ist natürlich Corona. Es gibt da Ängste, die sehr konkret sind. Natürlich, man möchte sich nicht anstecken oder man hat Angst, einen Menschen zu verlieren. Aber es gibt auch sehr diffuse Ängste. Man denkt zum Beispiel daran, was könnte alles dahinter stehen, welche Mächte. Also da haben wir auch wieder diese zweierlei Arten von Ängsten. Wie würden Sie das einordnen? Was ist Corona überhaupt jetzt aus christlicher Perspektive? Ist das eine Strafe, eine Chance?
eine Bewährung für die Menschen? Also ich persönlich bin ja betroffen von allen Ecken und Enden, bin das Corona-Opfer. Okay, ohne Gleichen. Ja. Ich glaube, ich war der erste Quarantänefall bei uns in Salzburg überhaupt. Mhm. Das war noch Riesenaufregung. Da war Radio und Fernsehen vor der Türe. Die Polizei ist jeden Tag dreimal vorbeigekommen, zu prüfen, ob ich in Quarantäne bin. Kurze Zeit später ist Österreich in den Lockdown gegangen. Da kümmert sich niemand mehr drum. Also ich bin einmal persönlich betroffen. Mittlerweile habe ich auch Corona hinter mir, auch als Erkrankung hinter mir. Ich bin wirtschaftlich extrem betroffen von Corona. Mhm. Meine Kernbranchen sind Hotellerie, Gastronomie und Seilbahnen. Mhm. Also schlechter kann es mich im Augenblick gar nicht haben. Und ich bin getroffen, als einer der Kirche aufbaut in Österreich, wo es ja massive Einschränkungen gibt durch diesen Corona-Virus. Ich meine aber nicht, dass Angst das große Thema in dieser ganzen Corona-Diskussion drinnen ist, sondern Ideologien. Und Ideologien sind immer eine Katastrophe. Und das Einzige, was ich meine, was hilft gegen Ideologien, ist Bildung und Gelassenheit. Und ich staune, wie sich Menschen vor allem im christlichen Lager in Ideologien einbunkern und keine andere Meinung mehr gelten lassen. Wie sollte man denn mit diesem Thema Corona als Christ umgehen? Sollte man das als eine Chance beispielsweise begreifen, zur eigenen Umkehr? Punkt 1, ganz klar, fürchte dich nicht, um beim Thema zu sein. Jesus sagt, fürchte dich nicht. Und wenn alles möglich auf dieser Welt passiert und wenn du glaubst, dass die letzten Tage auf dieser Welt sind, dann erhebe dein Haupt und fürchte dich nicht. Und Corona werden nicht die letzten Tage sein, aber das kann schon sein, dass das irgendwie und dass Gott uns damit auch ganz klar was sagen will und tut, und ich glaube, das passiert auch weltweit ganz groß, aber sicher nicht in dem Sinne, dass es darum geht, Mikrochips eingepflanzt zu haben, Aluhelme aufzusetzen und sonstige Dinge zu machen, sondern ich habe Verständnis für alle Lager, ich habe größtes Verständnis für Impfgegner, ich habe größtes Verständnis für Menschen, die sich impfen lassen. Ich kann mit allen, ich kann mit denen, die sagen, die Maßnahmen, die wir haben, sind völlig überzogen, kann da gut mit. Ich kann gut mit anderen, die sagen, wir müssen das noch viel strenger machen. Ich kann mit jeder Diskussion mit. Wo ich nicht mit kann, ist, und das würde ich im christlichen Bereich als hochsündhaft einschätzen, ist, wenn Leute sich einzementieren, keine andere Meinung mehr gelten lassen und mit Verschwörungstheorien anfangen. Da kann ich überhaupt nicht mit. Und das kommt sicher nicht von Gott. Und Corona ist vielleicht auch nur ein Ausdruck von etwas, was schon da ist. Denn in unserer Gesellschaft sind viele Ängste ja diffus bei Menschen. Genau. Und Sie haben gerade schon erwähnt, Sie arbeiten viel mit solchen Menschen. Kann man da von einer Art seelischem Virus sprechen? Ja, das glaube ich. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Es gibt einen im geistlichen Wachstum einen ganz massiven Verhinderer drinnen. Es gibt einige große Verhinderer für geistiges Wachstum. Eines ist, wenn ich wirklich in großer, schwerer Sünde, also in Getrenntheit von Gott lebe und nicht bereit bin, einen Schritt irgendwie auf Gott zuzutun. Ein zweiter ganz großer Verhinderer von Wachsen im geistlichen Leben, ein Verhinderer, ist Unversöhntheit, wenn ich nicht bereit bin, mich mit Menschen oder mit mir selber auch zu versöhnen. Und ein dritter, und an das denken die Menschen nicht, ist ungerechte Sorge. Gott spricht ganz oft von ungerechter Sorge. Und diese ungerechte Sorge ist sehr oft ein Treiber von Angst. Und wir leben heute, wir sind vollgestopft mit ungerechter Sorge. Was ist eine ungerechte Sorge? Eine ungerechte Sorge ist, es geht mir eh einigermaßen gut, ich habe meine Kinder versorgt und glaube ständig, dass ich nicht genug kriege. Ist zum Beispiel so eine ungerechte Sorge. Oder ich zersorge mein Leben in verschiedenen Bereichen hin. Und dort, wo meine Sorge ist, dort ist nicht nur mein Herz, sondern dort ist auch meine Angst angesiedelt. Und wir leben in einer Angst, in einer Welt, wo mit diesen Ängsten auch durchaus gespielt wird an allen Ecken und Enden. Aber ja, unsere christliche Message ist ganz klar. Ja. Also ist das dann der Grund, warum solche Ängste gerade in unseren reichen Gesellschaften vorkommen? Sie sagten gerade, man spielt damit, man soll sich gegen alles Mögliche versichern. Ist da auch der Grund, liegt der auch darin, dass wir ja immer mehr entchristlicht werden, unsere Gesellschaften? Ich habe jahrelang sehr, sehr schlecht geschlafen,
weil ich einfach Angst gehabt habe. Ich bin um 2, 3 in der Früh aufgewacht, bin alle meine Bilanzen in meiner Firma durchgegangen. Im Halbschlaf fängt sich alles zum Drehen an und in der Früh wacht man auf und glaubt, man ist pleite. Dann geht man ins Büro, dann sieht man, es läuft eigentlich eh alles ganz gut. Aber solche diffusen Ängste kommen immer wieder und rauben uns den Schlaf, lassen uns nicht schlafen, bringen uns in Unruhe. Wenn Sie nach Indien schauen, in Indien sehen Sie auf 8-spurigen Straßen, wo jeder kreuz und quer fährt, einen Mittelstreifen, liegen die Ärmsten der Ärmsten an diesen kleinen Zwischenstreifen drinnen. Der Verkehr rauscht vorbei und sie schlafen bestens. Das muss uns doch zu denken geben. Wir liegen in den besten x-tausend Euro teuren Betten drinnen und tun alles und können nicht schlafen. Ja? Und in Indien, mitten in den Autobahnen, schlafen die Leute. Also da steckt schon mehr dahinter. Und ich meine, dass einer dieser großen Probleme, die wir da drinnen haben, diese ungerechte Sorge ist, die wir machen. Also so generalisierte Ängste über alles, über Zukunft, wie wird das werden, wie ist die Ausbildung, werde ich einen Mann kriegen, 21 und noch immer Single, ich werde nie verheiratet werden. Und lauter so komische Ängste und komische Ideen, die in uns allen, in mir, ich bin da das erste Beispiel vorne, der sehr zu kämpfen hat mit Ängsten, die sich immer wieder einschleichen. Ja. Wir Menschen sind ja zumeist dann glücklich, wenn wir ja, das tun können, was wir tun wollen, wenn wir unser Potenzial ausschöpfen können. Glauben Sie, dass Ängste dafür verantwortlich sind, dass genau das nicht passiert? Sie arbeiten ja an der Home Mission Base genau an diesen Punkten. Was tun die Leute heute nicht alles, um dieses Stichwort der Selbstoptimierung zu machen? Was tut man nicht alles an Fortbildungen, an Ausbildungen, an Reflexionen? Aber was ist, wenn ich total selbstoptimiert bin und trotzdem klappt mein Leben nicht? Mhm. Und diese Situationen haben wir vor allem also bei jungen, bei vielen, die das machen, da spielt eben der Faktor Gott keine Rolle. Ja, und auch dort, wo Gott eine Rolle spielt, haben wir das ganz gleich. Das reicht noch nicht. Genauso. Nein. Mhm. Was muss dazukommen? Ich glaube, um dieses furchtbare Wort strapazieren zu können, ich glaube, es braucht diesen jüngerschaftlichen Weg. Und dieser jüngerschaftliche Weg heißt, ich habe Gott nicht irgendwo in meinem Leben drinnen und sage, okay, es geht mir eh ganz gut und dann auch noch ein bisschen Gott, sondern ich brauche diese tiefe Auseinandersetzung mit Gott und diese Gewissheit, gibt es Gott wirklich? Kann es Gott wirklich in meinem Leben gehen? Das ist ja die zentrale Frage. Mhm. Und ich staune, wie viele Menschen, die regelmäßig in die Kirche gehen, ja, über diese Frage noch gar nicht restlos drüber sind. Gibt es Gott wirklich? Und ich glaube, Benedikt hat gesagt, Glaube baut auf Zweifel auf. Das heißt, ich kann gar nicht glauben ohne Zweifel. Ich bin ständig konfrontiert, in gewissen Abständen immer mit der Frage, kann es Gott wirklich geben? Und wenn es Gott wirklich gibt, dann will ich wissen, wie Gott ist, wie sind seine Charaktereigenschaften, wie ist er zu mir? Und dann will ich mit Gott mein Leben verbringen. Und das ist ein Prozess. Und ich glaube, dass viele Christen in der ersten Frage drinnen stecken, inklusive mir, immer wieder. Viele junge Menschen, die zu Ihnen kommen, stecken auch in dieser ersten Phase. Absolut. Mit welchen Ängsten kommen die? Mhm. Gibt es da so etwas wie Lieblingsängste oder weit verbreitetste Ängste? Ja, die gibt es. Wir haben heute Herausforderungen, wie wir sie vor 10, 20 Jahren noch nicht gehabt haben. Es ist ein bisschen ein Generationenthema. Mhm. Wir haben die Millenniums-Generation hinter uns. Wir sind in der Y-Generation drinnen und schon in der Z-Generation drinnen. Das sind Menschen, die aufwachsen damit, ich will nur das tun, was mir Sinn und Erfüllung gibt. Und wenn das dein tiefes Denken ist, das ist schon okay, dieses Denken. Aber dann kommen halt einfach auch Pflichten deines Lebens dazu, die irgendwo da sind. Und da fängt es an, schwierig zu werden bei manchen. Und in der nächsten Generation ist das große Problem, aufgewachsen von den Eltern, du bist super, du kannst es, du bist der Beste von allen. Und das ist toll, dass es so ist, weil lange Zeit war das Pendel auf der anderen Seite in unserer Erziehung drinnen. Aber dann kommt dieser Mensch, der von zu Hause aus mitkriegt, dass alles bestens ist. Wenn es in der Schule nicht klappt, ist die Lehrerin schuld und der Lehrplan ist schuld und alle anderen sind schuld. Und dann kommt dieser Mensch in ein Umfeld rein, wo er im Vergleich mit anderen Menschen steht. Und wir können 100-mal sagen, vergleich dich nicht mit anderen. Wir kommen da nicht aus und fällt dann sehr schnell im wahrsten Sinne des Wortes auf die Schnauze, weil er sagt, ich glaube, ich muss Dinge in meinem Leben packen und muss mal irgendetwas zu Ende bringen. Das ist ein Riesenthema.
Also, da kann man sich jetzt versenken drin. Ja, natürlich. Aber diese Ich-Problematik, die steht, glaube ich, da sehr, sehr im Zentrum. Also absolut. Das bringt mich jetzt auf den Gedanken an Drogenabhängige. Kirche in Not unterstützt ja ein Projekt. Da werden Drogenabhängige kuriert durch Arbeit, natürlich auch durch Bibelstudium, durch das gelebte Evangelium, aber eben auch dadurch, dass sie Verantwortung übernehmen müssen, dass sie sich um Mitmenschen kümmern müssen. Mhm. Und das ist Teil der Therapie. Würden Sie das unterschreiben, dass dieses Loslassen vom eigenen Ich eine Grundbedingung ist, um auch von Ängsten frei zu werden? Absolut, absolut. Ich liebe die moderne Gehirnforschung. Das ist eine sehr junge Disziplin. Und was mich so begeistert an Gehirnforschung ist, dass sie im Grunde so biblisch spricht. Ja. Und wenn du sagst, was ist die Substanz, die dein Gehirn zur Hochleistung bringt, ja? Dann ist es Begeisterung in Kombination mit Gemeinschaft. Mhm. Wenn du möchtest, dass dein Gehirn heute Hochleistungen bringt, ich zitiere ein bisschen frei Professor Hüther, großer deutscher Gehirnforscher, dann ist es diese Begeisterung für eine Sache und in Gemeinschaft. Warum? Dann beginnen alle deine Prozesse zu laufen. Du hast dein Serotonin, du hast dein Oxytocin, du hast dein Dopamin. All diese Substanzen beginnen in deinem Gehirn sich auszuschütten. Und viele Menschen, die sich heute nicht so schwer begeistern lassen und nicht in Gemeinschaft sind, haben natürlich Blockaden in ihren biochemischen Vorgängen im Gehirn drinnen. Und das macht so schwer für junge Menschen, heute oft in die Gänge zu kommen. Und wenn Sie das ansprechen mit den Drogenstationen, ja, absolut. Ja, es braucht dieses Raustreten aus dem Ich und zu sehen, okay, es dreht sich nicht die ganze Welt um mich alleine, sondern es gibt auch noch andere Menschen davon. Und aber das kann auch frei machen. Irgendwie. Natürlich. Und dann beginnen diese biochemischen Prozesse wunderbar zu laufen. Das ist jetzt sehr wissenschaftlich fast schon. Aber was kann ich selber tun? Hilft zum Beispiel auch ein Perspektivwechsel, wenn ich mir sage, es bringt mir was, wozu? Wenn ich mir die Frage stelle, wozu ich etwas mache. Jetzt Beispiel, ich habe Angst vorm Zahnarzt, aber wenn ich mir sage, danach wird es mir A besser gehen und dann kann ich wieder richtig zubeißen, hilft ein solcher Perspektivwechsel? Also ich glaube, der hilft, wäre so der verhaltenstherapeutische Ansatz. Das ist nicht unser und ist nicht der Jüngerschaftsansatz, sondern der Jüngerschaftsansatz ist der, dass ich nicht an meinem Verhalten arbeite, sondern an den Paradigmen, an meinen tiefen Denkweisen, an meinen Lebensgrundlagen, die ich gelegt habe. Das ist der mühsamere Prozess, aber der fruchtbare. Was würde das konkret heißen? Mhm. Konkret heißt das, wow, ein Königreich für gute Freunde. Mhm. Ein Königreich, wenn ich jemanden habe, mit dem ich Teile meines Lebens gemeinsam gehen kann. Das kann ein Ehepartner sein, das kann einfach nur der klassische gute Freund sein. Und hier haben wir heute einen Mangel. Wir haben einen Mangel an wirklich guter Gemeinschaft. Diese vielen jungen Menschen, die hunderten jungen Menschen, die zu uns kommen, eine ihrer größten Sehnsüchte ist es, Gemeinschaft zu haben und mit anderen Menschen auf dieses Du hinzuleben. Mhm. Und dann haben wir Dinge in uns drinnen, die blocken uns selber und nehmen uns aus dieser Gemeinschaft raus, wo wir angetriggert werden, wo wir rückgewiesen werden, wo alte Kindheitsdinge aufbrechen, wo Vaterwunden aufbrechen und so weiter. Und da muss man durch. Und ich glaube, wenn du ein Umfeld hast, das einigermaßen solide steht, eine gute Freundesklick, ein, zwei Freunde, die durchs Leben gehen, die ersetzen dir so vieles an psychodynamischen Dingen, ja, bis hin zu Ängsten und alles, was da dran hängt. Ja. Das ist ja das Prinzip Jesu. Das ist ja genau das. Warum ist das so? Naja, weil Gott uns so erdacht hat. Er hat uns auf die Gemeinschaft hin gedacht. Genau, aber ich wollte gerade sagen, wie kommt denn da jetzt Gott ins Spiel? Also eine der Haupttätigkeiten von Jesus in der Bibel ist ja, dass er heilt. Er ist der Heiler. Wie heilt Jesus heute? Wenn man sich anschaut, wie Jesus heilt, ja, dann ist es ganz oft so, wenn Sie in die Schrift hineinschauen, dass Jesus jemand, der am Rande steht, nimmt und ihn in die Gesellschaft, in die Gemeinschaft mit anderen zurückbringt. Der Zöllner, der Aussitzige und viele, der Krüppel, der Bettler und viele andere Leute bringt Jesus zurück in die Gemeinschaft und in die Gesellschaft
zurück. Ich glaube, das ist ein Schlüsselpunkt. Und warum, warum ist es so wichtig, dass das Gemeinschaft und dass diese biochemischen Prozesse in uns ablaufen? Ja, Gott hat uns ja geschaffen. Gott hat diese ganze Biochemie in uns so reingelegt. Ja. Wenn wir da wissenschaftlich hinschauen auf biochemische Dinge, dann ist das ja nichts anderes, als dass wir die DNA Gottes studieren, die in uns hineingelegt worden sind, wie in dem Augenblick, wo wir in die Welt von Gott hineingeliebt worden sind. Also die DNA Gottes studieren, sagen Sie. Mhm. Die Psychotherapie sagt, Angst beginnt immer in der Fantasie. Gilt das nicht mehr, wenn ich den Blick auf Gott richte? Wenn ich quasi immer auf Jesus blicke und ja, mir jetzt vorstelle, dass er mich annehmen würde, so wie Sie es gerade beschrieben haben? Mhm. Ist sicher ein guter Weg, aber ich glaube, es ist zu wenig. Ja. Es ist, ich würde fast so weit gehen, ganz vorsichtig ein bisschen zu mahnen davor. Ich habe nicht wenig Beispiele, die ich persönlich kenne, deren Leben so ausgerichtet ist, dass sie sagen, okay, mir kann nichts passieren, ich schaue nur auf Jesus. Nein, es ist nur Jesus. Nein, ich habe ein ganz großes Leid, in meinem Leben geht alles schief, ich schaue nur auf Jesus. Jede Beziehung in meinem Leben bricht. Nein, das macht nichts, nur Jesus. Und nur Moment, stopp, stopp. Das ist schon gut, gell? Ja, aber Jesus will dich ganzheitlich heilen und er will dich wiederherstellen und er will deine Wunden und deine Verletzungen und deine Traumata und deine Enttäuschungen will er wieder auffüllen und alles, was der Mangel hat, will er auffüllen. Und das heißt einfach, man kommt nicht drum herum an einer Arbeit, an seiner Persönlichkeit unter dem Blick Gottes und mit Gott. Und ich sehe eine große Gefahr bei Menschen, die nicht bereit sind, an sich selber zu arbeiten, die nicht bereit sind, selber ein neuer Mensch zu werden, sondern sage, ich schaue nur auf Jesus. Und ich glaube, wenn ich mich da so weit hinauslehnen darf, und das tue ich gerne, dass es einfach zu wenig ist und dass das nicht so ist, wie Gott das gemeint hat. Wenn wir heute sagen, ganz kurz, wir lassen uns taufen, ja? Ich werde tauft, wer untergetaucht ins Wasser, wer rausgezogen, jetzt bin ich ein neuer Mensch. Na, Moment, stopp, dann geht es erst los. Und dieses Christus-ähnliche Werden, das hat halt mit mir zu tun. Ja. Noch ein Zitat aus der Bibel. Dort lesen wir bei Jesus Sirach Folgendes. Ängste erlebt, wer Sünde auf Sünde häuft. Also ist das etwas, was wir doch sehr ernst nehmen sollen? Oder erleben Sie das, dass viele Menschen doch durch nicht verarbeitete Schuldgefühle auch unter großen Angstkomplexen leiden? Absolut. Also absolut und 100%. Unsere Antwort drauf ist, die jüngerschaftliche Antwort drauf ist, bring dein Leben in Ordnung, mach dein Leben klar. Und wir alle tragen Schuld in uns, in gewissen Teilen, das klingt so dramatisch und das will heute keiner mehr hören. Naja, wenn ich irgendwen verletze, habe ich dann eine Schuld? Ja, natürlich habe ich eine Schuld. Ja, geht die Welt deswegen unter? Natürlich geht die Welt deswegen nicht unter. Aber es ist, je mehr ich mein Leben klar mache, je mehr ich Frieden schließe im Leben, desto mehr Frieden kommt in mein Leben rein. Natürlich. Und deswegen auch in den jüngerschaftlichen Prozess ist ein großer Teil drinnen die Arbeit mit meiner Vergangenheit. Und viele Jünger, die bei uns sind, diese Jüngerschaftsschule machen, ja, das, was sie machen, ist, dass sie nach Hause fahren zu ihren Eltern, dass sie oft mal erstmalig um ein Gespräch bitten und dass sie ihre Eltern um Verzeihung bitten für die Dinge, die sie nicht gut gemacht haben. Und dann passieren meistens wunderschönste Dinge, wo ein Vater zum ersten Mal in seinem Leben hört, dass sein Sohn oder seine Tochter um Verzeihung bittet. Und das geht dann oft in eine Gegenläufigkeit hinein. Und wenn einer in einer Familie so eine Jüngerschaftsschule macht und beginnt, diese Prozesse loszulösen, das ändert oft die ganze Familie. Und das ist ja auch klar, wenn ich Frieden geschlossen habe in meinem Leben, ja, wenn ich keine großen Leichen in meinem Keller liegen habe, wenn mit meinen Eltern ist nicht alles gut gelaufen, aber ich habe versucht, mich zu versöhnen, soweit das geht, und das bringt mir Frieden. Und dort, wo Frieden ist, ist keine Angst. Angst ist etwas ganz Natürliches, aber jeder Mensch kann diese Ängste bezwingen. Jeder Mensch ist größer als seine Ängste mit der Hilfe Gottes. Sie haben uns das heute ein wenig näher gebracht. Vielen Dank für Ihren Besuch, Patrick Knittelfelde. Sehr gerne. Ihnen, liebe Zuseher, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Auf Wiedersehen bis zur nächsten Ausgabe von Spirit.